Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Let's Play Mafia 2 Definitive Edition. In der letzten Folge haben wir hier den Kampf mit dem Iren angefangen. Und der ist jetzt ein bisschen mad auf uns. Ganz nett, Tussi. Ja, finde ich auch. Diesmal sind keine Wärter da, die dir... Mehr hast du nicht drauf? Naja, er hat mich bisher noch nicht einmal getroffen und das fragt er mich. Jetzt gebe ich dir den Rest. Ja, machst du das? Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süße. Spannend. Diesmal reite ich die härtere. Was machst du? Halt deine Fresse. Zum Glück gab's zu der Zeit noch keine Mordermittlungen. Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, 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 wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling. Während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Das klingt spannend. Galanti hatte nicht so viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Okay, aber Joe wohnt anscheinend immer noch in der alten Bude. Immerhin ist es kein Winter mehr, weil dieses Winterzeug, das fand ich tatsächlich immer nicht so nice. Ja. Jetzt geht ja erst der richtige Spaß los. Interessant, was hier für Gestalten rumlaufen. Okay. Hm.
Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass die dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Also, Joes Bude ist immer noch genauso abgefuckt wie früher. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Nee, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Okay, ich muss einmal kurz erstmal das Radio stumm schalten. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast du denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und hab für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich hab eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich hab das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. So viel zu einfach die Straße runter. Ich wollte schon gerade sagen, da passe ich doch durch. So. Ich glaube, das war in der Straße hier, oder? Ja. Okay, hier ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke. Sehr freundlich. Oh, nach ganz oben, ey. Noch höher hätte es auch nicht funktioniert. Da wären wir. Ich bin sicher, dass sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Was? Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Was? Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Groß genug für zwei. Auch für drei. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. So. Okay, ich soll mir einen Anzug anziehen. Besitze ich sowas? Mafia 3 Armeejacke. Highschool-Kleidung. Rote Jacke mit Hemd. Ich besitze keinen Anzug. Zählt das auch? Was ist jetzt der Plan? Wo soll ich hin? Oh, ich soll da hin. Achso, ich soll woanders hin. Okay. Ja gut, bis dahin tragen wir einfach mal das hier. Der Typ steht da einfach so weiter rum. Okay. Das Outfit finde ich aber schon mal ganz schick. Ich glaube halt leider immer noch zu wissen, was jetzt kommt. Ja, ich glaube, das ist so das Auto, was hier gerade am besten passt. Aus dem Weg, Bitch. Ich denke, das wird unser neuer Straßenkreuzer. Lol, der Laden ist ja gar nicht mal weit weg.
So, ich würde sagen, wir parken direkt davor. Perfekt. Nein, lass die Tür offen, danke. Was darf es heute sein? Ich brauche einen Anzug. Mit Regenmantel, nein, danke. Das ist, glaube ich, gerade modern, oder? Müssen Sie nicht mal ändern lassen. Ja, ist okay. Aber ich glaube, ich hätte gerne den erstmal in dunkel. Bitte sehr. Ist das auch okay? Ich glaube, das passt irgendwie für den heutigen Anlass etwas besser. Ja, ja, ich komme bestimmt bald wieder, kein Problem. Also die Karre sieht auf jeden Fall schon mal etwas besser aus. So, auch dass der Hut nicht wegfliegt, das ist so absolut unlogisch. So, wohin fahren wir jetzt? Fahren wir jetzt einfach wieder zu Joe oder fahren wir direkt woanders hin? Ne, wir fahren zu Joe. Lol. Haben wir die Garage hier jetzt eigentlich noch? Ja, sieht so aus. Okay. Gut, vielleicht renoviert er ja mal seine Bude. Das wäre vielleicht mal was. Die Bude hätte es auf jeden Fall nötig. So. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feines Stöffchen steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey, Joe! Hey, Eddie, wie läuft's denn so? Na, bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir. Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Mann, der Sound ist schon wieder so übel laut. Hey, du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und, hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Hey, der stirbt ja fast vor Neugier. Wir sagen's ihm im Auto. Ich weiß halt leider, was jetzt passieren wird, okay. Und das war gar nicht gut. Vielleicht sagst du mir endlich, wohin? Richtung Oyster Bay. Oh Mann. Ich habe ganz schlechte Erinnerungen an diese Mission. Und jedes Mal bin ich mir aufs Neue unsicher, ob ich da irgendwas zensieren muss. Was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Freiheit. Ja, und was noch? Ja, Alk, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseballspiel? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Keine Panik, Vito. Die Mädels dort verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das wird ein Heidenspaß. Habt ein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Ja, ich glaube, der ist jetzt schon relativ voll. Aber okay. Oh Mann, ich weiß halt leider, was jetzt kommt. Bist du farbenblind? Die war rot. Das juckt mich nicht so. Dafür wird man sie zur Rechenschaft ziehen. Also, ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito.
Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja, oh ja. Weil ich, ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und, Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh, okay. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Fremdscham. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Ich frage mich einfach jedes Mal, wieso man sowas in so ein Spiel einbaut, so. Oder andersrum, völlig egal. Es ist halt einfach nur strange. Nein, jetzt mal im Ernst. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon, Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Ich schalte die Uhr ab, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, du Tut mir leid, Schwein. Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Halt die verdammte Klappe! Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe! Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten. Ja, das ist die Definition von Fremdscham gewesen. Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gewächert. Hat wohl auch so seine Gründe. Das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Mann, jetzt steig doch einfach ein, ey. Voll keinen Bock auf diese Diskussion hier. Hatte der Laden gefallen, Vito? Ist besser, als wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss, hä? Was stinkt denn hier so? Eddie, hast du gekotzt? Was? Ich kotze doch nicht in mein eigenes Auto. Was zum Teufel stinkt hier so? Ja, ich riech's auch. Das muss Frankie Pott sein. Was? Der Arsch hat dir in den Wagen gekotzt? Ja, nein, er liegt im Kofferraum. Was? Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich hab noch einen Job zu erledigen. Aber du musst mich abfüllen. Genau. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? Hey, entspann dich, Vito, okay? Hey, Herr Spetter. Lass uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten Sternwarte gefunden. Hast du eine Schaufel? Klar, im Kofferraum. Das Loch ist schon ausgehoben. Wir müssen ihn nur reinschmeißen und zuschaufeln. Okay. Wo ist das Loch? Außerhalb der Stadt. Da gibt es einen Waldweg zu einer kleinen Lichtung. Da ist das Loch. Leg einen Zahn zu, ja? Gott, ich brauch frische Luft. Der verdammte Gestank hier hinten bringt mich noch um. Naja, selbst schuld, würde ich sagen, ne?
Hätte er seinen Job mal lieber direkt gemacht, anstatt erstmal auf irgendeine Party zu fahren. Da ist man dann halt irgendwie selbst schuld, ne? Die Polizei. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Schnell! Ich muss kotzen! Oh oh. Stellen Sie den Motor ab und steigen Sie aus. Scheiße. Wiedersehen. Willst du Eddie da zurücklassen? Ja. Sofort um. Sonst werden wir von der Polizei gejagt. Das ist irgendwie gerade nicht so der Plan. Ja, okay, die Polizei sind wir sowieso schon los. Haben die Schwuchteln im Knast dich blöd gefickt oder was? Dreh um und lass ihn einsteigen. Ich möchte ihn aber ehrlich gesagt nicht mehr dabei haben. Mann, wie der torkelt. Was zum Teufel macht ihr denn? Ich dachte schon, ihr lasst mich zurück. Das war der Plan. Gut, zum Glück waren wir nur ein bisschen zu schnell. Das geht dann noch. So. Ich glaube, so langsam weiß ich auch wieder so grob, wo wir sind. Ja, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich. So. So. Na gut. An das Haus erinnere ich mich, glaube ich, auch. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie es hier dann noch so weitergeht. So. Mann, jetzt müssen wir einfach so zum Arsch der Welt fahren, nur weil der Typ einfach zu dumm war, seinen Job direkt zu machen. Also, der hätte es irgendwie verdient, wenn wir ihn zurückgelassen hätten. Nee, jetzt nicht. So. Ach nö, nicht wieder die Polizei. Voll keine Lust. So. Die sollten uns halt eventuell auch nicht unbedingt mit der Leiche sehen. Also, wäre ungünstig. Ist ja nicht mein Auto. Gut, da wären wir. Sehr charmant. Mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll, ganz toll. Ich würde den halt einfach aufmachen und weglaufen. Schuhe. So eine Sauerei. Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Ach, erst ein paar Tage. Hol ihn allein raus, Vito. Ah, ist ja toll. Den Gestank ertrage ich nicht. Klasse, Begrüßungsparty ist das. So ein Scheiß. Hey, Jungs, hier ist das Loch. Genau hier. Schmeiß den rein. Na toll. Das war's. Geschafft. Okay. Schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen? Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch keine große Hilfe. Okay, von mir aus. Hey, Jungs. Wie wär's mit ein bisschen Musik, hä? Ihr spinnt doch alle. Gute Nacht, mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hatten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Aber so sind wir wenigstens an der frischen Luft. Ja? Meinst du, es gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Na toll.
Na gut, dann machen wir mal weiter. Wo war das denn jetzt hier, dass wir noch gewiss noch sehen? Ah ja. Sehr unauffällig. Und das Ding wirkt wirklich etwas älter. Also modern ist was anderes. Lol. Das habe ich ja noch nie gefunden, glaube ich. Steckbriefe sind überall in der Stadt versteckt. Das ist halt echt schade, dass man hier nicht zum Beispiel reingehen kann oder so. Das hätte ich so gefeiert. Ich finde allgemein immer, dass sowas in solchen Spielen voll oft einfach fehlt. Dass man so in so da reingehen kann, wo man es halt niemals erwartet. Wollt ihr mich verarschen? Ich wollte es gerade ausmachen. Kann ich bitte irgendwie stumm schalten oder so? Das will sich doch niemand anhören. Zum Glück wohnen die nicht so weit weg. Damit habe ich nichts zu tun. Immerhin ist es hier schön beleuchtet. Nee, kenn ich nicht. Nee. Das ist so ziemlich das eins der furchtbarsten Lieder, die ich jemals gehört habe. Und das muss schon was heißen. Naja, immerhin pennen die jetzt, dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Tut mir leid, Vito. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddys Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Ah, leck mich, du Schlampe! Na los! Wir rufen genug, ein paar Weiber an. Ab ins Bett mit dir, komm jetzt. Ich ruf dich morgen an, Vito. Gute Nacht. Lol, da ist einfach so voll der Bug am Hut gewesen. Naja. Oh, was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herr Gott, Marty, hör auf zu schreien! Mir brummt der Schädel. Oh. Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Ja, das sieht alles sehr, sehr toll aus, aber ich würde sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich auch wie immer sehr. Und ja, dann schauen wir uns in der nächsten Folge das nächste Kapitel an. Bis dahin.